du sein in deinem verfickten Haus? Wieso habe ich das bestimmt nicht gesagt? Doch. Dieses Format hat mich zerstört. Dann kam das absolut Schlimmste. Das ist so die Endstation. Es wird ungemütlich. Von Simex. Wollte ich schon immer mal sagen, dass du so ein fetter Sohn bist. Danach beneidigt er mich, als du schwul. Ich hab nichts gegen Schwule. Geht's noch? Und? Geh mir aus den Augen. So Sachen mag ich nicht. Slow down. Von Calvin, massive Enttäuschung. So, sitzen alle im Beichtstuhl. Willkommen zum großen Promi-Büßen. Der Morgen war halt nicht so gut. Das ist so ein beschissenes Dreckslied, Alter. Sag mal, ist so ein Dreck, Alter. Wer hat dieses Lied geschrieben? Geht's noch? Wir können Arsch wie Kadarsch hören von Ernesto. Ich bin dir wirklich nicht böse, aber du scheinst ja wirklich auch nicht mehr zu merken. Matthias ist völlig zu Recht entrüstet über Calvins Worte. Für beschissene Dreckslieder sind immer noch er und Hubert verantwortlich. Natürlich ist Calvin genervt. Ich meine, er musste ja auch seine Leo-Badehose abgeben und meine Bauchtasche weg. In Neukölln fühlen gerade sehr viele diesen Schmerz. Ich finde den cool, der macht gute Laune. Wer hört so eine Scheiße? Das ist einfach scheiße, Mann. Das ist einfach pure Scheiße, zusammengemischt, aufgenommen. Da krieg ich wirklich dicke Eier, Mann. Dicke was? Okay, dann hat das offensichtlich mit Carina nicht geklappt. Welche Frau wird er dann stattdessen dafür bald schon über einen sehr langen Zeitraum sehen? Und übrigens sehen wir auch den Grund, warum Calvin Klein kein Kfz-Mechaniker geworden ist. Man stelle sich nur mal vor, ein Werkstattkunde hätte aus Versehen den falschen Radiosender eingestellt. It's time to say. Boah, ich kann keine Ravioli mehr essen, ey, wie schlimm ist das? Das habe ich genau gewusst, dass das so losgeht, bei mir nämlich auch. Das ist schon eine Qual hier. Ihr bekommt die Chance auf eine Pizza. Dann ist das nicht mein Land. Wenn ihr drei eurer Betten abgebt. Ich gebe meins ab. Halt, stopp. Ich hätte euch alles gegeben. Es juckt mich gar nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt. Frag mich morgen nochmal, dann sage ich dir, ob ich es bereue oder nicht. Was ist zum Beispiel, wenn die uns verarschen und uns eine kleine Pizza bringen? Ja. Das wäre dann ein bisschen krass. Also so verarschen tun sie uns nicht, Leute. Das wäre ja die Hinterrücksnummer des Jahrhunderts. Ich gehe das Risiko ein. Bets oder Pizza. Vor dieser schwierigen Entscheidung steht übrigens auch immer Helena Fürst am Monatsende. Ja, Ravioli, Elena und Matthias hätten lieber zweimal Toastbrot. Oder wie es beim Promibüßen auch heißt, Calvin und Daniele. Aber ist ja total dumm eigentlich, ne? Für eine Pizza drei Betten weg, sind die doof? Eine Katastrophe, also sehr schlecht. Also jeder, der da ein bisschen dealen kann. Ich weiß, dass das ganz, ganz Juden ausgeraubt. Ich schwöre euch bei Gott, Mann, ihr werdet mir in meinen Augen den Orgasmus ansehen. Wenn ich da reinbeiß. Oh mein Gott. Ey, ist das so vom Türken? Oh, ich möchte kein Randstück. Gott im Himmel, Alter. Oh, hört lieber auf Carina. Ganz ehrlich, ich meine, die weiß ja offensichtlich, wie man mit einem stumpfen Skalpell oder wahlweise einem stumpfen Messer unschöne Narben erzielen kann. Alle, bis auf Matthias, stärken sich. Klar, die haben sich hier auch viel vorgenommen. Daniele will zeigen, was er kann. Schauen wir mal, ob das klappt. Es bleibt jedenfalls abzuwarten, ob die Disziplin geradeauslaufen hier überhaupt abgefragt wird. Die hat schon was hinter den Lippen, Alter. Hinter den Lippen? Hinter der Faust, meine ich. Geil. Ich leck das Ding gleich ab, ey. Ganz ehrlich, ich finde die Ravioli geiler wie die Pizza. Besser als Sexrale, ey. Ich leck das Ding gleich ab, ey. Und auf genau diesen Satz hat unser Calvin schon die ganze Zeit gewartet. Daniel staunt nicht schlecht und sitzt hier mit offenem Mund da, wie wir damals bei seiner legendären Tommy Big Brother Szene. Ach so, nein, ich meinte natürlich die Duschszene. Ihr könnt doch Sport machen. Wir wollen nicht ohne dich. Ich mach keinen Sport, warum soll ich Sport machen? Was ist mein Lieblingssportart? Trinken. Richtig. Bin ich verrückt im Kopf? Zeit für die nächste Team-Challenge. Juhu! Yeah! Ausdauer, Teamgeist und Durchhaltevermögen. Yeah. Wie hat Matthias nochmal gesagt? Mich macht überhaupt nichts müde. Das lasse ich mir auch nicht in den Mund legen. Als ob sich Matthias nichts in den Mund legen lässt. Durchhaltevermögen oder wie es in Fachkreisen auch heißt, sich die komplette Spotify-Playlist von Calvin Kleinen anhören. Die Männer. Die unterschätzen uns alle, weil die denken echt, dass wir gar nichts können. Dann packt eure Eier aus und... Ich kann diese Fäkaliensprache nicht mehr hören! Elena? Carina. Finger weg. Calvin? Daniele. Ja, dann nehme ich jetzt C-Max. Ich würde sagen, wir machen auf Ehre, wir nehmen Matthias und ziehen ihn mit. Ich nehme C-Max. Das ist doch unfair. Das ist todesunfair. Hat ein paar Kilo mehr und er meckert viel, aber er macht. Woher kennt man eigentlich nochmal den Daniel nicht? Hat jetzt ein paar Kilo mehr und meckert viel. Was meine Mama immer sagt, wenn Bekannte sich fragen, was ich hier eigentlich so mache. Und Leute, das ist mein Bildungstrash-TV. Calvin Kleinen findet die Situation unangenehm. Mir war nicht klar, dass jemand, der bei Temptation Island mehrfach mitmacht, dieses Adjektiv überhaupt kennt. Mehr Testosteron gibt's nur gerade bei der Bachelorette. Das ist wirklich krasse Finale. So habe ich das bisher noch nie gesehen. Klickt hier auf jeden Fall für später schon mal rein. Elena, von der sportlichen Leistung würde sie auch als Mann schon durchgehen. Oh,
absolviert die verschiedenen Hindernisse und sammelt die Autoreifen dabei ein. Nee, und wir kriegen das. Oh, ich raste aus. Die Taktik ist ja, dass ich den ganzen Parcours ohne Reifen machen darf. Ich muss mich auf mich selbst konzentrieren. Hoch und runter geht's. Solche hügeligen Porträtaufnahmen kennen viele der Teilnehmer hier ehrlich gesagt nur aus ihren McFit-Spins. Übrigens ist Matthias hier gerade nicht in Zeitlupe zu sehen. Er läuft wirklich so langsam. Sportskanone Daniel kann sich nur auf sich konzentrieren und nicht auf sein Team. So viel Bullshit auf einmal. Geiler Scheiß. Was Daniel zuletzt in der Schule ein Referat gehalten hat, hat die Lehrerin danach auch gesagt. So viel Bullshit auf einmal. So ganz kann ich meine Art ja nicht ablegen. Und wenn ich mich über etwas ärgere, hoffe ich ja immer, dass man das dann auch merkt. Auch so halb und halb. Ey, Prinzessin! Bist du dreckig? Nicht so dreckig wie das, was aus deinem Mund kommt, Kevin. Das ist so ekelhaft, ey. Bäh. Also mich nervt er wirklich. Wer hoch fliegt, der tief fällt. Gewonnen haben. Carina. Martin. Ja, bei Verkundung. Aber wie das nächste Mal ruhig neben anderen wieder. Und war nicht Kelvin eigentlich auf seiner Seite? Auf den ist er jetzt sauer. Das findet die Carina nicht so gut. Immerhin riecht Kelvin ja auch richtig gut. Carina, das mag schon sein, aber das wird bei Kelvin vermutlich immer das Parfüm einer anderen Frau sein. Aha, und Matthias möchte also, dass andere merken, wenn er sich über jemanden ärgert. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, lieber Matthias. Du gehörst damit zu den wenigen Trash-Kandidaten, die auch mal ein Ziel erreicht haben. So, ich glaube, das ist scheiße, oder? Befreit euer Camp von dem Misthaufen. Alles an Scheiße, was geht. Hier sind Insekten. Ich hasse alle Insekten. Mein Gott, wer hat die erstellt? Boah, das riecht heiß hier. Hier ist ein Wurm. Die Kacke war am Dampfen, ne? Ja, weiter. Hä? Weiter. Hä? Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Schadenfreude. Voll die Seuche, ey. Leck mich am Arsch, ey. Es ist anscheinend doch nicht ein Nachteil, mich im Team zu haben. Nein, nein. Nee? Doch. Rechnung ohne den Wirt gemacht, ne? Matthias hat so ein bisschen das Gefühl, keiner versteht ihn. Sprechen die hier alle eine andere Sprache? Dümmlich gibt es halt offensichtlich mit Akzenten und Dialekten. Befreit euer Camp von dem Misthaufen. Das erinnert mich irgendwie an den Moment bei Kampf der Reality Stars, als Jan Like wieder eingezogen ist. Wenn du ein Gentleman wärst, halt den Rand. Ist eine Frau. Halt den Rand. Nein, Respekt. Rache ist süß. Ein Wort noch. Und du kriegst so eine Hand in die Fresse. Denk an die Sprüche mal hier davor. Glaubst du, ich lass mir sowas bieten? Was meinst du? Was meinst du? Ach, komm, C-Max lieber, C-Max lieber. Ja, dann nimm. Das hab ich gesagt. Tatsächlich habe ich ihm jetzt auch noch Unrecht getan. Mhm. Ach, guck, ne, der Matthias ist also schon wieder nicht wütend. Bei aller Dramatik hier sollten wir bitte nicht Kelvins Bauchtasche vergessen. Also ich blick's nicht so ganz. Matthias macht jetzt hier irgendwie so ein Fass auf. Warum denn eigentlich? Ach, guck, werden Georgina und Kubi noch erwartet? C-Max. Du hast heute deine Runde der Schande. Elena, auch du hast heute deine Runde der Schande. Jetzt hör doch mal auf, ist ja unangenehm. Bei mir gibt's nichts. Das war so witzig, oh mein Gott. Und dann entscheide ich aber, was eine Schande ist und was nicht oder was richtig und falsch ist. Wenn ich das nicht einsehe, dann werde ich nicht Entschuldigung sagen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ein tolles Abendprogramm. Was hat der Kleine nochmal angerichtet? Übrigens hat Ernesto Monte das auch morgens immer die Dani Büchner gefragt, bevor er seine OP hatte. Böse Zungen behaupten ja, diese Runde der Schande wäre nichts anderes als eine moderne Form der Hexenjagd. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, wer hier genau die Hexe ist. Und ob sie überhaupt noch da ist. Ich habe im Internet bzw. auf YouTube sehr viel Scheiße gebaut. Aber Busscheiße werfen, kommst du ins Fernsehen schon. Damit lass uns mal gucken, was du so für einen Content für die Kinderzimmer produzierst. Schiss auf der Straße in Barcelona. Ich fass es nicht an. Du kommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Geht's noch? Darauf kann ich verzichten, dankeschön. Auf ein Auto. Nimmst du? Fand ich auch nicht ganz so prickelnd. Wie viele hunderte Tausend sich das ansehen, dabei zu lachen, finde ich überhaupt nicht angebracht. Und ich hätte schwören können, hartes Deutschland läuft auf RTL 2. Dann jeder hat einen Witz verstanden, also glaubt er. Und habe ich es richtig verstanden? Ernesto Monte beschwert sich darüber, dass man mit so einer Aktion ins Fernsehen kommt. Womit ist er nochmal bekannt geworden? Hat irgendjemand eine Idee? Ich. Noch Fragen? Wir machen hier direkt weiter, aber lasst jetzt schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr nichts mehr und es wird noch großartig. So, weiter geht's. Alle lachen drin, aber ich bin nicht stolz drauf. Eine unüberlegte, dumme Aktion. Klügere lassen nach. Kennt ihr das Sprichwort?
Was wollen die erwarten, bitte? Der Junge ist 20. Er hat mehr Verstand wie du. Und außerdem, manchmal ist der Mist, den die Leute von sich geben, noch viel schlimmer, als mit Kacke um sich zu schmeißen. Es hat damit angefangen, dass ich geschrieben habe, muss ich mich geehrt fühlen, dass ich in deiner Story bin. Dann hat er mir ein Bild von einem Pinsel geschickt. Wahrscheinlich soll das Ganze die Anspielung auf dieses wunderschöne Bild sein, wo meine Haare einfach hochgestylt sind. Ich hätte mal eine Frage. Haben eigentlich alle normalen Promis Flugangst und sind deswegen hier nicht nach Österreich zum großen Promi-Büßen geflogen? Oh, okay, jetzt lacht er wie so ein Fünfjähriger und trägt das ganze Olivia vor, als wäre sie seine Mama. Sag mal, irgendwoher kenne ich so eine Situation. Mit der Werbe-Kastanie-Sammle. Na klar, ne, von Schwiegertochter gesucht und treue Fans wissen. Clemens freut sich natürlich. Normalerweise zeigt er seine Mama immer nur eine Eichel, nachdem er sie poliert hat wie die Kastanien hier. Ich habe gestern Abend eine Nachricht bekommen von Simex YouTube, wo drin steht, wollte schon immer mal sagen, dass du so ein fetter Sohn bist. Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Du siehst aus wie mein Schwanz mit deinem gefärbten Justin Bieber / Adolf Schnitt. Selten so ein Knecht wie dich gesehen. On God, du kannst meine lecken. Ich dein Leben, du kleiner Sohn. Dein Vater ist ein Heuchler, du dreckiger kleiner Satan. Ihr habt ja alles. Naja, also der Ekelfaktor, der Kerle toppt hier das Dschungelcamp mit Leichtigkeit. Es ist ein bisschen schade, dass der Set-Psychologe nach Giselas und Helenas Auszug gerade Burnout hat. Olivia hätte wahrscheinlich gerne einen Experten hinzugezogen. Ach Mensch, Olivia, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen enttäuscht. Ihr habt denn Kevins Facharzt in Doktorspielchen gar keine Bedeutung mehr? Ich habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, dein Niveau ist gerade unter den Nullpunkt gesunken. Danach beneidigt er mich als du Sch**te, haha. Oh mein Gott, wie das für mich an. Ja, also... Ich sag's mal so. Das geht so nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber das muss man stoppen, wirklich. Also das ist. Im Endeffekt sollte man, vor allem im 21. Jahrhundert, das Wort nicht mehr benutzen. Und erst recht nicht als Beleidigung. Musste ich auch wirklich, ganz ehrlich, schlucken. Ich hab nichts gegen Schwule. So. Ich verstehe mich mit dem Matthias blendend. Könnte ich diese Wörter rückgängig machen, dann würde ich das natürlich machen. Oh wow, vergangene Woche wurde die Spack gegrillt und diese Woche offensichtlich der Spacko oder was? Und mal ganz generell, Leute, die auch immer noch glauben, es sei eine Beleidigung, jemanden als schwul zu bezeichnen, die sagen eigentlich wirklich schon alles über ihre eigene Intelligenz aus. Und wie sagt Simex, ich verstehe mich mit Matthias blendend. Das Einzige, was man mit so einer Aussage transportiert, ist, dass es was Besonderes ist. Kein Mensch würde auch sagen, ich habe nichts gegen Cola trinke. Ich kenne selber auch Leute, die gerne Cola trinken. Aber gut, um das zu reflektieren, braucht es wahrscheinlich mehr als ein paar Minuten bei Olivia. Du hast gesagt, es ist ein Schimpfwort. Mich würde ja wirklich mal interessieren, was Matthias so darüber denkt. Der hat ja auch so wie ich sehr unter solchen Beschimpfungen gelitten. Ich glaube, dass man da wirklich auch ganz, ganz aktiv gegen vorgehen muss und auch dieses Thema immer wieder ansprechen muss, wie verletzend es ist. Ich weiß selber, dass es nicht klar geht. Ich glaube eher, dass dir nicht bewusst ist, was deine Worte und Taten wirklich auch auslösen. Und das Schlimme ist wirklich, dass die Selbstmordrate bei homosexuellen Jugendlichen wesentlich höher ist. Ganz, ganz schlimm. Sie merkst ganz ehrlich, wenn du wüsstest, was mir das in meiner Jugend, was mir das für schlaflose Nächte und auch Sorgen bereitet hat. Mittlerweile ist es mir vollkommen wurscht. Aber wenn nur ein Mensch unter so einem Stuss leidet, ist ein absolutes No-Go. Okay, ich finde, das müssen wir ihm auf jeden Fall anerkennen. Simex scheint sich hier ernsthaft Gedanken zu machen, während Kelvin nach seinen Müllaussagen in der Runde der Schande im kommenden Jahr einfach nochmal zum Büßen muss. Ist schon krass. Da bist du zum ersten Mal im Fernsehen und direkt in einem Format, was deinen Ruf halt komplett zerschmettert. Respekt, das schaffen sonst nur die Laiendarsteller von Berlin Tag und Nacht. Was sagt denn deine Freundin zu dem Video? Hat sie sich geschämt für dich? Ja. Du nimmst das Format hier ernst, ehrlich, offen, reflektiert und sprichst dir hier wirklich alles von der Seele. Das finde ich so gut. Toll gemacht. Danke. Eine symbolische Strafe? Latrinendienst. Richtig, bingo. Ich hoffe, er nimmt das auch echt ernst mit den Wörtern. Dankeschön, gleichfalls.
Latrinendienst, oder wie es bei RTL 2 heißt, Versetzung in das Redaktionsteam von Love Island. Sein Verhalten war richtig, richtig bescheuert. Aber dass jetzt ausgerechnet Elena hier die Moralkeule rausholt, das ist wirklich ein so schlechter Witz, über den würde noch nicht mal Peter Althof lachen. Und das heißt was. Elena, die Zeit ist gekommen. Elena. Schandewort, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich habe erstmal eine gute Nachricht für dich. Ja? Wir wollen dich nicht vorführen. Ja, könnt ihr auch nicht. Hört mal auf, falsch zu sein in deinem verf***ten Haus! Ein bisschen Abstand von mir, ich bin eine Frau! Fahr zur Hölle! Was hast du gerade gesagt? Mach dich doch du vom Acker. Oh mein Gott, wie dumm du bist! Ja, das ist ja alles harmlos. Was fühlst du, wenn du das siehst? Nix. Absolut nix. Das ist dir nicht unangenehm? Also du hast da gerade gelacht, weil da steht aggressiv, ja. Ausraster. Ja, aber guck mal, die kennen mich ja alle nicht. Ich find's richtig gut. Olivia hält ihr also jetzt einen Spiegel vor. Oder wie es bei einigen Sommerhauspaaren heißt, Verhütung. Die Brücke zwischen Elena und Olivia scheint ein bisschen instabil zu sein. Gut, dass Matthias da ist, der kann da ja Tipps geben. Die denken sowieso alle, ich bin aggressiv. Da muss ich doch lachen, was ist das denn? Wir haben hier gleich eine kleine Auswahl an Zitaten von dir. Und ich halte dir symbolisch den Spiegel vor. Ja, können wir machen. Was bist du für ein scheiß Wichser? Das ist halt so schlimm. Echt. Boah, so ein abgewichster. Ekelhafter Mensch. Was ist denn daran schlimm? Das ist ja voll lustig. Das ist Kindergarten. Ja, ehrlich. Ja, aber verstehst du den Message, was die erreichen wollten? Niemals. Dass sie sich selbst beleidigen. Wir erinnern uns. The smell from your mouth. Not nice. Elena riecht aus dem Mund, wie ihre Sprache klingt. Nach Ghetto. Moment mal, aber hat sich Matthias nicht gerade völlig zu Recht über diese ekelhaften Aussagen von Simex aufgeregt? Und jetzt findet er an diesen Zitaten nichts bemerkenswert. Ey Matthias, du warst auf so einem guten Weg, aber das Einzige, was bei dir reflektiert, sind die Zähne. Krass, wie viel... Oh mein Gott, ich hasse dich. Boah, du bist... Mein Gott, krass. Jemandem so Spiegel vorzuhalten, das habe ich dem Menschen getan. Ja, da schon wieder dieses ich will das gar nicht vorlesen, ehrlich. Was ist das für ein behinderter Mensch? Ich sag doch, der ist behindert. Ich sag doch das seit Tag 1. Der ist behindert. Ja, ich mach das auch absichtlich. Der ist behindert. Hoffentlich wird das gezeigt. Der ist behindert. Eine Missgeburt. Also so habe ich das bestimmt nicht gesagt. Doch. Da ist du alle. Bist du? Ja. Ja. Und das werde ich nicht zurücknehmen. Also, Elena wird ja auch älter, sie ist jetzt 30. Umgerechnet in Wendlerjahren hieße das, sie ist seit 15 Jahren nicht mehr existent. Speziell dieses Elena-Zitat wurde im Fernsehen ja schon mehrfach wiederholt. Und dass sie heute nicht mehr weiß, ob sie das gesagt hat, zeigt eigentlich nur, dass sie bisher nicht darüber reflektiert hat, warum sie von anderen als Agrobraut wahrgenommen wird. Das findest du jetzt nicht mehr komisch, ne? Boah, dafür habe ich mich schon entschuldigt und das sehe ich auch ein. Ich habe überhaupt nicht an die Menschen gedacht, die eine Behinderung haben. Das ist das Schlimmste, was ich getan habe. Und Geburt. Das war echt von mir respektlos. Das Sommerhaus der Stars ist für mich eine der schlimmsten Zeiten, die ich erlebt habe in meinem ganzen Leben. Das ist ein Wunderpunkt. Auch jetzt wird gleich der Knopf umgedreht und dann kommen die Tränen. Ja, da sind sie. Was ist unser Dilemma? Ich glaube, sie weiß ganz genau, was sie tut und was sie nicht tut. Ich meine, sie ist Schauspielerin. Ja, vielleicht, aber keine sehr gute, sonst wäre sie ja hier auch nicht beim großen Promi-Büßen. Und das ist ja auch genau das, was Helena Fürst ihr unterstellt hat, dass sie das hier alles nur inszeniert, um einen besseren Ruf zu bekommen. Hä? Und wie jetzt? Also erst streitet sie ab, dass sie es gesagt hat und jetzt hat sie sich dafür anscheinend entschuldigt. Aha, wann und bei wem? Als ich das gesehen habe, ich habe mich für mich selber geschämt. Und ich dachte, was habe ich da getan? Ich bereue das auch. Dann kam diese, das absolut Schlimmste. Man hat mich gemeldet als schlechte Mutter. Unfassbar. 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 Ich musste mich beweisen und klarstellen, hey, ich bin eine gute Mutter für einige Monate. Das ist so die Endstation. Habe ich ja mir so schlimme Sachen angehört. Mich muss man einsperren, mich muss man kriegen, mich und mein Kind. Was? Ja. Also ich finde es ja wirklich weiterhin sehr vorbildlich, dass ihr Kind bilingual aufwächst. Deutsch und Ghetto. Und Leute, ganz egal, wie rüpelhaft sie sich vielleicht teilweise in Fernsehsendungen, es ist ja auch eine Sendung, verhält, ich glaube ihr auf jeden Fall, dass sie eine liebende Mama ist. Nein, Daniele, die Endstation ist natürlich immer noch, wenn man sonntags im Fernsehgarten auftreten muss. Oh. Dieses Format hat mich kaputt gemacht.
dieses Format hat mich zerstört. Du hast so eine maßlose Wut, du explodierst. Ach, Wut will ich... Und man sitzt fassungslos vor dem Bildschirm, muss da irgendwo herkommen. Ich war 7 Jahre in einer Beziehung, wo ich wie der letzte Dreck behandelt worden bin. Ich wurde betrogen, ich wurde geschlagen, ich wurde erniedrigt. Oh Mann. Ey. Ich wurde eingesperrt. Ich wurde verlassen. Deswegen dieser Panzer und Aggression als Waffe. Jeder hat zwei Seiten, also. Und beide von Matthias sind extrem anstrengend. Ich find's richtig krass. Olivia scheint es wirklich zu schaffen, dass Leute mal über sich nachdenken. Man sollte vielleicht einfach mal überlegen, ob sie nicht eine eigene Praxis in der Nähe des Bundestages bekommen könnte. Aber ist dir bewusst, dass du damit was Ähnliches machst, wie das, was dir passiert? Du verletzt quasi andere Menschen, ja, also um dich zu verteidigen. So. Findest du, das ist eine kluge Taktik? Nicht klug, nein, es ist ja nicht klug. Danke. Es verletzt dich auch, wenn nicht anerkannt wird, dass du wirklich an dir arbeitest. Das ist voll Quatsch, Elena. Warum bist du so aggressiv? Ja, was, warum? Ich, was für aggressiv? Digga, wieso bin ich immer da? Aber ich wusste ja gar nicht, dass sie so reagiert hat. Dass jemand das benutzt, genau diese Waffe, um gegen mich zu gehen. Warum bist du denn so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe, dass ich das nicht mehr mache, dann verletzt mich das. Übrigens gibt es noch einen Punkt in Elenas Vita, der zu diesem abweisenden Verhalten von Elena geführt hat. Friss bald gleich meine Hand. Entschuldigung, ja, weil ich panische Angst habe, Schatz. Elenas größte Prüfung war bisher natürlich, Dani Büchner an die Hand zu nehmen und von ihr Schatz genannt zu werden. Zwei Erkenntnisgewinne von Elena und Calvin zum Preis von einem. Das ist sozusagen der Sommerschlussverkauf des Reality-TVs. Nicht zu verwechseln mit dem Wühltisch des Reality-TVs. Das ist weiterhin Ex on the Beach. Statt Wut sehen wir Verletzlichkeit. Das kostet viel, viel mehr Mut als jede Art Aggression. Und auch ich habe mir so einen Schutzpanzer angelegt. Olivia, ich bin bepöbelt worden. Man hat mich bespuckt. Indem du dich stark gibst, Gegenangriff so als Verteidigung nimmst, lässt du niemanden mehr an dich ran. Öffne dich. Also ich bin so, dass ich den Menschen eine Chance gebe. Jetzt ist es raus. In Elenas Vertrag steht, dass sie nur noch an Sendung teilnimmt, wenn Helena Fürst die ganze Zeit an ihrer Seite steht. Klar, damit Elena wie ein ganz normaler Mensch rüberkommt und das Jugendamt nichts zu meckern hat. Du wirst gemeinsam mit Calvin ab jetzt die Wäsche von deinen Mitcampern waschen. Von allen? Langweilig! Mann! Wie immer haben wir uns mehr erhofft. Also da ist eine Toilettenaufgabe gar nichts wert. Ihr habt das Format vielleicht völlig unterschätzt. Ja. Großartig. Also ich bin total begeistert von der Runde der Schande. Wenn Pimelus Longus Ernesto Monte wie Immanuel Kant wirkt, dann ist es das große Promi-Büsen. Und ProSieben, was macht ihr mit uns? Nicht nur, dass man sich vergeblich dagegen wehrt, Ernesto Monte irgendwie gut zu finden. Nein, jetzt muss ich ihm ja auch noch zustimmen. Und ja, die von allen. Aber keine Sorge, Ernesto wäscht seine Push-Up-Unterwäsche immer selbst. Und Calvin übernimmt die der Damen freiwillig. Ich bin's auch schon gewöhnt, den Code von meinem Hund wegzumachen, weil er ist noch nicht ganz stubenrein. Den Code von Calvin wegzumachen, weil er ist noch nicht ganz stubenrein. Ich kann lange Luft anhalten. Ganz ehrlich, Latrinendienst hat er zurechtbekommen. Und dann splitzt einen auch noch die Pisse ins Gesicht. Genau. Passt ja eigentlich wie der Kackbeutel auf dem Bus, ne? Nee, also wirklich, das wünsche ich lieber. Nach einer Zeit gewöhnt man sich daran einfach zu stinken. Das wissen wir, lieber Simex, dass du damit Erfahrung hast. Aber es reicht halt in dieser Sendung leider nicht aus, das Ganze hier gegen das Auto zu werfen. Und ja, Simex hat zu Recht Latrinendienst bekommen. Aber Leute, wenn es wirklich danach ginge, dann müsste wirklich jeder von den Teilnehmern hier sämtliche Oktoberfestklos säubern. Karina ist echt eine schöne Frau, oder Calvin? Die hat aber auch echt einen schönen Charakter. Ich sah aus wie ein Schwein. Ich finde, so redet eine Frau nicht, das macht einen unattraktiv. Boah, Alter, ich kotze ins Gesicht. Wenn du mit einer Frau in Urlaub aushalten kannst und keine von euch sagt, ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Wir haben Schnauze voll. Das ist die richtige Frau. Und wie sieht's aus mit Reality-Format? Beste Platz, um eine Frau fürs Leben zu finden. Oh, oh, wenn Calvin nicht bald schleudern darf, dann wird er explodieren. Ernesto weiß natürlich, wovon er spricht. Ich meine, er musste auch immerhin zweimal auf die Urlaubsinsel Mallorca fliegen, nur um dann festzustellen, dass Dani Büchner genauso unerträglich wie im Fernsehen ist. Carina liegt da jetzt regungslos und schaltet auf Durchzug bei dem komischen Gelaber der Kerle. Praktisch, das hat sie garantiert beim Bachelor gelernt. Ich glaube ja, das ist irgendwas Dummes, richtig dumm.
Nee, ich glaube auch, dass es was Dummes wieder ist. Ich werde euch Quizfragen vorlesen. Wir wissen beide, dass wir gut aussehen. Beantwortet der Auserwählte die Frage falsch, bekommt nur er einen Stromschlag. Beantwortet er die Frage richtig, bekommen alle anderen einen Stromschlag. Ich glaube, die Fragen kommen so aus dem Allgemeinwissen. Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Städte, Länder, Erdkunde, alles, wo ich eine 5 hatte wahrscheinlich. Und zwar bin ich halt ein Gott im Scheißen. Im Balancieren. Ganz einfach, ich suche mir immer Kelvin aus. Kelvin hat also Angst vor Wissensfragen. Wir davor, dass Daniele unangekündigt anfängt zu singen. Kelvin, aber man kann halt auch nicht nur die Gebiete auswählen, in denen du keine 5 hattest. Oder sollen die jetzt hier nur Fragen zu Vin Diesel oder der Filmreihe aus der Beate Use TV stellen? Was bedeutet Absolution? Ernesto. Keine Ahnung. Geile Sache. Ich hab echt Angst vor diesem Strom, Mister. Was sind Klabusterbären? Matthias. Keine Ahnung. Was kannst du dann eigentlich? Weil Team. Sportlich bist du auch nicht, Wissen ist auch nicht so deins. Drecksäule. Unter welchem Namen kennt man ein Rhinoceros noch? C-Max. Langhalsdinosaurier. Gibt's noch irgendwas zu klären in dieser Runde? An der Nase erkennt man den Johannes oder wie? Und am Zwirn sein Gehirn. Also fast nichts da. Und Ernesto bleibt bei jedem Stromschlag tapfer stehen. Klar, er ist an seinem Körper ja wirklich auch schon Schlimmeres gewohnt. Klabusterbären, ich dachte immer, das wäre diese neue Musikgruppe von Mark Terenzi. Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Was ist das denn für eine Frage, Kelvin? Allgemeinwissen ist auch nicht meine Stärke. 30 Jahre. Es reicht echt. Ich bin raus aus der Scheiße gleich. Alter, mein Hoden hat vibriert gerade. Was meint man mit dem sprichwörtlichen Gang nach Canossa? Kelvin, ich sag der Gang aufs Klo. Bitte falsch, bitte falsch. Ich hab selten so viel Dummheit auf einen Haufen erlebt. Also gut, Matthias hat es nur wenige Minuten durchgehalten. Naja, also zumindest einer muss es auch in der Regel noch kürzer durchhalten. Mein hat vibriert. Sätze, die Thorsten Legert so wahrscheinlich nicht mehr sagen kann. Der Gang nach Canossa, gut, der kann ja eigentlich auch für jeden was anderes bedeuten. Für mich wäre das beispielsweise die Anfahrt zu einem Auftritt von Sascha Grammel. Wieso doppelt? Teilweise kann man eben 2, 3. Bist du bekloppt? Was ist los, Leute? Was ist der Fachbegriff für Oralverkehr bei der Frau? Sie Max. Lecken? Hoi, hoi. Was ist denn? Blasen? Blasen ist beim Mann. Fuck, der war hart. Lecken und Blasen. Die Leute, die hier sind, das sind alles für mich Eintagsflieger. Aber ich bin kein Eintagsflieger. Wie heißt der einzige weibliche Schlumpf? Ein bisschen Fairness auch mal reinzubringen, sollten wir die Mädchen auch mal lassen, oder? Carina. Schlumpfine. Im Vergleich zu dem, was die hier so rauslassen, ist die Luft, die aus einem Laubbläser kommt, wirklich gehaltvoll. Ja, Matthias findet, das ist hier jetzt schon echt eine richtige Folter für alle. Oder wie es bei uns Normalsterblichen heißt, RTL direkt. Ernesto wird davon geil. Da kein weiterer Promi den Balken verlassen hat, stehen heute alle zur Nominierung. Was? Ah, Leute, komm, da hätte ich mir doch den Scheiß nicht antun müssen. Wir können alle nominiert werden. Kann eigentlich nur noch besser werden. Oder schlechter. Einzig sehr, voll peinlich. Voll peinlich. Wir sind Frauen, ja, das stimmt. Aber wir fühlen uns so scheiße, dass ihr uns wählt, weil wir einfach einfache Gegnerinnen sind. Hab ich nie gesagt. Ich hab euch noch nie gewählt. Aber Daniele, das war doch deine Sätze. Wenn ihr in die Nominierung geht, werden alle euch wählen, weil sie denken, da haben wir noch eine Chance. Ach, sieh, das ist eigentlich, dass wir schon nominiert sind. Achtung, Verwechslungsgefahr. Daniele zieht offensichtlich gerne vom Leder und Matthias Beauty Doc zieht gerne am Leder. Völlig sinnlos an einer Stelle stehen, das kannten wir bisher ehrlich gesagt nur von den Instagram-Posts von Bastian Jotta. Alle können nominiert werden, das ist übrigens ein schöner Erfolg für unseren Daniel. Endlich steht er mal in einem Finale. Das jedes Mal macht es die Runde und für uns zwei ist das so scheiße, weil wir jedes Mal... Du hast mich gewählt, ich habe euch noch nie gewählt, ich habe euch noch nie eine Stimme gegeben, also ein bisschen slow down. So Sachen mag ich nicht. Kannst du dir natürlich alles wieder gut reden, damit wir dich nicht wählen. Also ja, ich bin ja nicht dumm, ich bin nicht auf meinen Kopf gefallen und schwache Leistung. Schwach, schwach, schwach. Es bleibt eigentlich nur eine Frage. Warum genau hat sich Daniele die Ehrlich Brothers hier auf die Brust tätowieren lassen? Kein Mensch mag den Klimawandel und er ist trotzdem da. Offensichtlich fast wie bei Daniele, wenn ich mir hier die Runde mal so anhöre. Daniele, ganz wichtig, niemand macht hier einen Vorwurf. Also zumindest nicht direkt ins Gesicht. Du hast ja bestimmt bei voll vielen Reality-Shows mitgemacht. Wie viel davon hast du gewonnen? Noch gar keine. Eben. Meine Motivation. Am Arbeiten. Kann man gar nicht aufbauen. Weil ich gegen niemanden, den ich jetzt hier drin habe,
kämpfen möchte, sondern ich mit dem rausgehen möchte, was ich hier mitgenommen habe. Und das ist, ich bin hier, um ja auch gerne nochmal unter ein paar Männern zu kommen. Wirst deinen verdammten Arsch aufreißen. Merkt das natürlich, dass ich für manche schon ein wichtiger Bestandteil bin. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft jetzt noch habe, da groß Leistung zu bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte natürlich jetzt nicht die große schauspielerische Leistung. Okay, das ist eine Kampfsache. Hör mal zu, jetzt isst man Snickers und sei keine Diva, ne? Das ist ein bisschen schade, dass Dani Büchner nicht da ist. Was würde sie jetzt zu ihm sagen? Ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Damit würde er ihr auch Sendezeit klauen. Und ja, vielleicht hat Matthias noch keine Show gewonnen, aber er trägt stolz die Auszeichnung als derjenige bei Hot oder Schrott, bei dem die meisten Zuschauer abschalten. Meine Liebe möchte gerne Promis, der mir direkt auf den Sack geht jeden Tag. Bro, das... Alles entspannt, Bruder. Aber dass Calvin mir eine Stimme gibt, weil er sagt, ich bin quasi auf gut Deutsch so labil wie Matthias und sonst was, fand ich eine harte Beleidigung. Du bist manchmal ein bisschen anstrengend, aber sonst vom Aussehen ganz in Ordnung eigentlich. Daniele, weil er heute irgendwie für mich sein wahres Gesicht gezeigt hat. Ich glaube, Daniele war richtig sauer auf alle. Ich glaube, ich konnte mit vielen Sachen, die mir vorgeworfen sind, aufräumen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe mich für Daniele als Duellpartner entschieden. So viele miese Sticheleien kennen wir sonst eigentlich nur von den verhunzten Tattoos aus Reality-Dating-Shows. Ich bin übrigens immer mehr der Überzeugung, dass Krankenkassen hinter der Teilnahme einiger Kandidaten hier stecken, um die Therapiekosten einfach zu sparen. Daniele. Komm her. Calvin, geh mir aus den Augen. Hä? Geh mir aus den Augen, Calvin. Ich? Ja, bitte. Lass dich einmal drücken. Brauche ich jetzt nicht. Ich habe ihn nicht gewählt und er war sogar sauer auf mich, also keine Ahnung. Das ist für mich kindische Verhalten. Wirst du auch ignoriert? Er hat mir gesagt, geh mir aus den Augen. Dann scheiß drauf. Bei mir war der auch richtig wütend, wow. Der Daniele, der knickt ein. Die Daniele hat das jetzt gerade fertig gemacht. Oh, Daniele hat ein Problem mit der Kälte. Klar, Influencer sind ja auch eher die Temperaturen aus Dubai gewohnt. Ja, heil, endlich wieder Konfro. Nehmt ihn hier noch schnell die Kippen ab, dann geht's los. Ich würde mich freuen für ihn, wenn er seine Runde der Schande erleben kann. Von Calvin, massive Enttäuschung, massive Enttäuschung. Soll ich das so sagen? Jetzt geht's los! Git. Ich habe zu viel versucht, allen es recht zu machen. Ich glaube, das war auch irgendwo ein Fehler. Oh, Krankenwagen auch noch nebenan. Wie ein Krankenwagen nebenan? Oh Gott, kommt Helena zurück? Ja, Daniele, wir wissen es aus dem Dschungel, hasst Schlangen. Der Set-Psychologe probiert wahrscheinlich gerade, ihm Selbstliebe wieder beizubringen. Also zumindest, wenn wir Elena hier Glauben schenken dürfen. Wer zuerst oben ankommt, muss das Zitat aufsagen. Los, Matthias. Aber was nützt mir das, wenn der Kopf halt leer ist, ne? Sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen. Das ist doch Oberscheiße. Guck mal, ich versuche da hochzukommen und habe halt kein Ding im Kopf mehr. Hoffentlich hat Daniele falsch drauf, Matthias. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Nach oben klettern, das sind die meisten Kandidaten ja natürlich gewohnt. Neu ist dabei aber, dass sie vor dem Absturz gesichert sind. Okay, also Matthias hat kein Ding mehr im Kopf. Sollte er ins Camp zurückkehren, hat Calvin sich fest vorgenommen, ihn zu fragen, wie er das geschafft hat. Es geht trotzdem nicht. Die falsche Person. Nein. Ich weiß noch nicht, ich weiß einfach nicht, wie ich mit der Gesamtsituation gerade umgehen soll. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Warum, Matthias? Das denken die sich von der Produktion auch. Kein anderer hat wie er immer nur gelitten, wenn die Kamera parat stand. Mann, halt doch mal die Fresse. Das werde ich nie vergessen. Es geht wild weiter. Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst ihr nichts. Und Leute, wenn ihr mich supporten wollt, dann teilt mein Video sehr gerne mit euren Freunden und lasst mir einen Daumen nach oben da. Was sagt ihr zu den beiden Runden der Schande? Spielt Elena uns hier was vor? Schwarzes Herz für ja, ist gespielt. Grünes Herz für nee, ich glaube, sie will sich wirklich ändern. Die ganze Folge gibt's auf Join. Verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Der Calvin hat einfach mal gesagt, wenn Frauen einfach so kurze Röcke tragen, ja, dann sind die selbst schuld an irgendwelchen Fotos von Männern. Und Carina sagt, sie wurde damals zu Unrecht beschuldigt. Klickt auf jeden Fall rein. Und hier das wirklich krasse Finale der Bachelorette. Das gab's noch nie. Es ist wirklich gut. Viel Spaß mit allem und dann sehen wir uns gleich hier.